Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Sons of the Forest. Bitte nicht wundern, warum wir jetzt im Menü drin sind. Also erstmal, ich nehme wieder mit OBS auf. Und zweitens, das andere Aufnahmeprogramm, das hat ja mal wieder doofe Fehler vorhin gemacht. Und eigentlich habe ich die Aufnahme vor 2 Minuten, glaube ich, gestartet, wo wir eigentlich schlafen gehen konnten. Ich habe Frau Muschiklaus schon die Pistole gegeben, wollte ich mal, also ich wollte mal unbedingt mal eine Waffe geben. Sie wollte mir auch wieder was zeigen, aber sie ist an der Wand hängen geblieben sozusagen. Sie konnte da nicht weitergehen. Und wir kriegen gerade Besuch. Warte. Ja, wir kriegen gerade Besuch von zwei Leuten. Hey. Ich glaube, das war's, ne? Was ist denn hier drinnen los? Was hast du mit ihm gemacht? Hast du den mit der Pistole tot geprügelt, oder? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber was hast du mit ihm gemacht? Ja, sie hat ja gar nicht geschossen. Sonst hätte ich einen Schuss gehört oder so. Hä? Okay. Sagt, ich habe ihr ja die Pistole gegeben. Kannst du mir vielleicht das zeigen, was du mir zeigen wolltest? Du wolltest mir was zeigen. Aber was, weiß ich nicht. Sehr interessant, das Ganze mal wieder. Ja, eigentlich wollte ich jetzt in die Höhle, in die wir letztes Mal nicht reingekommen sind. Da müssen wir, glaube ich, in die Richtung, ne? Die ist ja. Genau, die ist nämlich in die Richtung. Wir können da eigentlich dem einen Fluss folgen. So, willst du mir jetzt vielleicht noch die Sache zeigen, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher. Doch, jetzt, guck mal. Weil wir draußen sind. Ich folge mir. Ich folge jetzt einfach mal. Aber wohin? Also jetzt bin ich gespannt. Sie hat uns ja auch letztes Mal zum Elektroschocker hingeführt, soweit ich weiß. Und wir haben, also ich habe vorhin, wo ich aufgewacht bin, habe ich da vorne wieder eine Patrouille gesehen, auch mit zwei Thrombosen-Johannissen. Die waren da auch gewesen. Hä, führst du mich schon wieder zum Elektroschocker? Weil da geht's auch wieder hin, in die Richtung. Ich bin mir echt gar nicht so sicher. Führst du mich hin? Ja gut, vielleicht hast du noch irgendwas anderes entdeckt. Ich kann es gar nicht sagen. Oh, hallo Bambi. Guck mal, da oben ist nämlich der Elektroschocker. Der ist nämlich gleich hier um die Ecke. Hey, wir waren hier schon mal gewesen. Da wieder lang. Ah, das habe ich doch schon eingeführt. Na gut, aber wir haben erstmal eine andere Mission, in die Höhle zu gehen. Also ich würde da lieben gerne reingehen. Oder wolltest du mir diesmal irgendwas anderes zeigen? Das kann ja auch sein. Ich bin mir echt nicht sicher. So, wir gehen erstmal zur Höhle. Ich weiß nicht, was sind wir, Heckenkirschen? Ah, da hinten geht schon wieder ein Fettsack lang, glaube ich. Mal wieder. Ja, das ist ja einer von denen. Die kann man ja sehr gut mit Pfeil und Bogen und halt auch mit den Speeren besiegen. Aber die ist das richtig kräftig geworden. Die hat ihn einfach K.O. geschlagen. Ach, guck mal, da hinten ist noch ein Fettsack. Ich muss zugeben, ich mag die eigentlich gar nicht. Aber, na gut, die leben halt nun mal auch auf der Insel. Und mir fällt gerade ein,
Das ist auch eigentlich genau derselbe Spot, wo auch Gronkh gebaut hat, ne? Der hat, glaube ich, hier drüben so eine Hütte gebaut. Oder da oben. Ich, ja, weiß nicht. Ja, wir haben halt auch ein bisschen tiefer im Wald drin gebaut, wie man sieht. Also mit dem Baumhaus und so weiter. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ich will mal kurz was in den Einstellungen gucken. Ich will mal wegen V-Senken mal ausprobieren. Vielleicht läuft das ein bisschen besser. Ja, ich glaube, das läuft ein wenig besser. Ich glaube, die Aufnahme ruckelt ein bisschen. Oh. Oh, ein Überfall. Hilfe. Ach krass, guck mal, die verstecken sich hier wirklich so drinnen, ne? Ich weiß nicht, sind die weg oder? Seid ihr weg oder seid ihr immer noch da? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, sie sind abgehauen. Nee, da hinten ist einer, guck mal. Der andere. Ist er da vorne oder? Ich kann es gar nicht erkennen hier. Kann die Beine sehen wir mittlerweile nicht mehr so häufig. Ach, guck mal, wie geil das aussieht mit der Hütte davor. Ah, da ist er ja. Ja, leg dich mal hin hier. So. Ich glaube, ich lasse den Typen mal. Der ist mir eigentlich völlig egal erstmal. Ach, guck mal da hinten. Da kommt wieder Fatty McFatfat vorbei. Ja, scheiße. Ist echt ganz schön crazy wieder hier. Okay. Wir können an sich gegen ihn kämpfen, weil so schwer ist der ja eigentlich nicht. Ach, der geht jetzt eh woanders hin, okay. Ich schaue nochmal auf die Preise. Wir müssen jetzt, glaube ich, gen ja genau, wir müssten da vorne über diesen Fluss links abbiegen. Bei der nächsten Möglichkeit bitte links abbiegen. Oh. Ach, guck mal, der trinkt, glaube ich, gerade. Dann können wir die mal schnell ein bisschen ärgern. Warte mal. Na, du Säufer. Säufer, wo bist du? Ach, da vorne. Na gut, ich glaube, der hat keinen Bock auf uns. Eigentlich erstmal weiter hier. Ich glaube, letzte Folge war es generell ein bisschen ruhiger. Nee, guck mal, der folgt mir sogar. Oder? Ja, doch, der folgt mir. Habe ich dich getroffen? Habe ich dich getroffen? Habe ich den getroffen? Sieht man das? Oh. Ja, ist er gut. Ich habe dich auch gesehen. Autsch. Du kleine böse Ratte, du. Oh, das sind ja ein paar viele. Wir haben schon wieder keine wirkliche Energie mehr hier. Ah, ich hätte mal nochmal schnell was essen sollen. Das war total dämlich. Tja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Okay, einige hauen auch wieder ab anscheinend. Die anderen, ja, weiß ich nicht. Die meisten immer noch so rumrennen hier. Aber wir können ja mal das Kreuz austesten. Mal gucken, was das bewirkt hier. Bleibt weg. Ich verscheuche euch mit der Kraft von dem Kreuz hier. Von Jesus. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man mit dem Kreuz anscheinend irgendwie die Brand setzen kann, was ich aber irgendwie nicht so wirklich glaube. Ja, das ist ja wunderbar hier.
glaube, es ist ihm vollkommen egal, dass ich das Ding habe. Ey. Oh, meine Güte, ey. Komm, pass auf mal. Alter. Also die Ausdauer bei dem Schwämm, das ist so unbedingt überarbeiten. Das ist echt grausam. Das ist echt ein heftiger Kritikpunkt, leider. Ich finde die Ausdauer beim Speer einfach viel zu lächerlich, muss ich gestehen. So, ich weiß gar nicht, was wir jetzt genau machen sollen. Boah, sind das ja viele. Springen die gleich darunter, oder? Ich weiß es gar nicht. Ach komm, wir holen einfach ab hier. Ich wäre auch, wenn ich mal zur Höhle hinkomme. Ach, guck mal, was ist denn das da vorne? Wir haben Lager gefunden. Ich glaube, sie wollten mir unbedingt das Lager zeigen. Oh. Ah, du hast mich nicht erwischt. Ja, wir sind jetzt hier in diesem Lager und da kommen sie alle. Was? Die können auch Rüstung tragen? Als ob. Das sieht ja echt komisch aus. Muss ich echt mal sagen. Das sieht richtig kurios aus, das Ganze. Aber sie hauen alle wieder ab hier. Ich habe wirklich das Gefühl, mit OBS ruckelt es einfach viel mehr als mit dem anderen Programm, ne? Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich glaube, ich mache mal Pause wieder aus. Es lief, glaube ich, mit diesem Nvidia-Teil, glaube ich, viel, viel flüssiger als mit dem hier. Also kommt das jedenfalls so vor. Ah, da kommen die schon wieder. Mein Seil, ja. Aber wir könnten die auch mal damit angreifen. Also wir können es mal austesten. Das Ding ist halt, die hauen halt immer ständig wieder ab hier, ne? Ja, das ist ein bisschen doof. Eine Seil. Kluff. Und ich glaube noch was zum Anziehen. Und da kommt der nächste. Ah, scheiße, die kommen. Oh, das ist noch ein Eingeborener. Ja, okay, ich würde mal sagen, wir gehen mal lieber weiter hier. Wir müssten nämlich da hoch. Da ist nämlich auch die Höhle. Laut Karte. Boah, ich glaube, ich werde mal nach der Aufnahme hier mal schnell den Rechner neu starten. Und werde mal gucken, ob denn. Boah, Alter, was ist laut? Ach, da vorne. Also ich werde mal gucken, dass das Nvidia-Teil denn wieder läuft. Weil ich glaube, mit OBS und Sons of the Forest, das kannst du echt knicken. Ja, der Typ folgt mir jetzt bestimmt, ne? Ja, das kann sein. Aber da oben ist eh die Höhle. Da würde ich schon lieb gerne hingehen wollen. Hoffentlich ohne Besuch. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich mit dem anderen Teil wirklich weniger Probleme hatte als mit OBS. Also kommt mir es jedenfalls so vor. So, Höhle, Höhle, Höhle. Da ist die Höhle. Ah ja. Sogar noch Geld.
Sehr schön. Ah, stimmt, wir haben unser Tent da oben. So witzig aus. Und die sind wir damals nicht reingekommen, weil wir die, sag schon, die Seilpistole noch nicht hatten. Wegen dieser einen Wand da drinnen, ne? Aber jetzt müssen wir eigentlich rein theoretisch gesehen da reinkommen können. Wir werden das mal ausprobieren. Boah, ich nehme, glaube ich, wirklich für die nächste Folge wirklich das Nvidia-Teil. Es ist, glaube ich, wirklich sinnvoller. Ah, hier, guck mal, da kann man wieder zurückrutschen, sehe ich gerade. Wir müssten aber halt auch rein theoretisch gesehen, aber auch da reinkommen, ne? Es müsste irgendwie funktionieren. Oh, ich habe da schon was gesehen. Warte, er hat es geschafft. Guck mal. Oder? Komm, du schaffst es. Ich glaube an dich. Also früher hätte es geklappt, glaube ich. Na, schade. Geht wohl doch nicht so einfach. Aber irgendwie muss man da reinkommen, ne? Irgendwie muss man da reinkommen können. Weil die Höhle ist ja nicht ohne Grund da. Und ich mache mal das Licht da. Das war schon an. Ach was. Ach so. Okay. Na, jetzt geht's natürlich. Huch. Da sind wir wieder. Ach du Kacke, guck mal, die Höhle scheint auch um einiges größer zu sein als so manch andere Höhle. Okay. Ich frage mich, ob wir hier wieder ein paar graue Männer und graue Frauen hier irgendwo in der Höhle haben. Ich nehme mal schnell eine Medizin ein. So. Kann man nochmal schnell eine Wodkaflasche mitnehmen? Das ist sehr gut. Jetzt halt die Frage, was finden wir hier? Ich habe es kurz gedacht, ich müsste selber irgendwie ein Seil schießen, aber das ist ja schon da, weil es sah so aus, als würde es irgendwie nach oben gehen. Oder? Ja, das kann auch täuschen. Also genug Seile und Guls. Das ist Licht. Alter, was ist denn da unten eigentlich? Guck mal. Geht voll tief runter hier. Ich mach mal. Ich habe keine Flares mehr. Was? Kann das denn sein? Ja, scheiße. Oh, ein Kanister. Ach, müssen wir hier tauchen? Ich glaube, das könnte möglich sein. Und hier kommen wir auch wieder zurück. Guck mal. Okay, wir müssen hier tauchen. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, und der setzt es wieder automatisch auf. Ich hoffe, hier ist kein Hai. Ja. Ja, wir haben ja eh draußen gespeichert und wir müssen, glaube ich, hier runter. Aber wo führt das überhaupt hin? Frage ich mich jetzt. Wo führt das genau hin? Ich glaube, das werden wir gleich herausfinden. Okay, genügend Luft haben wir noch. Wo führt uns das genau hin? Oh mein Gott. Alter. Ach ja, die können ja gar nicht schwimmen. Und sterben alle. Ja, das kommt jetzt ein bisschen unerwartet, ne? Alter Schwede. Also damit habe ich jetzt echt gar nicht gerechnet. So, die eine ist abgehauen. Die eine graue Frau. Komme ich eigentlich überhaupt noch ran hier? Tatsache, an die kann man sogar noch rankommen. Aber das ist gar nicht mehr so einfach, hallo? Aber dann löst sich dann hier. Warte. Ah, das geht. Es geht irgendwie. Kann ich die nicht irgendwie hier rausholen? Warte mal. Ah, guck mal, so geht es. Sehr schön.
Eigentlich wäre ein bisschen Mutantenrüstung, die ist ja sehr, sehr wichtig. Also wir können die auch schön ins Wasser reinlocken. Das ist ja eine sehr gute Taktik hier. Also ich probiere mal auch noch die hier rauszuholen. Ah, scheiße, der eine kommt gleich wieder. Ach. Ach, da sind sogar ganz viele. Guck mal. Hey, was hast du denn von mir, du Spinner? Ja, was sollen wir denn da jetzt gegen machen? Du denn von mir? Wo kommst du denn her? Also, wo der jetzt herkommt, weiß ich jetzt echt nicht. Ich glaube, der hat sich heimlich an mich vorbeigeschlichen, der kleine Sch Boah, Schlingel, Hilfe. Ey! Was sind die denn ein, du Arsch? Boah, meine Fresse. Da wollen wir mal nur ein bisschen looten. Da kommen gleich die nächsten hier. Das ist ja echt unglaublich. Wir müssen aufpassen, weil die eine Frau ja auch noch hier rumläuft. So, kann ich die jetzt? Ja, jetzt kann ich sie. Okay. Ich glaube, ich habe es alle, ne? Ja, ich habe alle. Ich setze mal ganz schnell Mutantenhaut an. Da war sogar schon ganz viel von. Notfalls haben wir noch ein bisschen Knochenrüstung. Ich denke mal, das ist auch okay. Aber ich glaube, ich nehme noch mal schnell eine Konserve. Kann ja ein bisschen Katzenfutter fressen. Das Essen geht ja ganz schön schnell zu neigen. Ich finde das mit dem Katzenfutter immer noch so komisch. Da nochmal schnell Medizin einnehmen. Das passt dann, glaube ich, ganz gut. War noch was? Ja, gar nichts zum Trinken da. Scheiße. Außer das hier. Ach komm, wir nehmen mal einen Energy Drink. Mir fällt gerade ein, wir haben ja noch die Taschen hier unten. Aber die sind leider voll. Ja gut, müssen halt erstmal so weitermachen. Ein Erdkanister und. Oh. Ein Kapuzenpullover anscheinend. Oh, wir haben wieder Munition. Cool. Ach, da bist du ja. Wie ah nee, das ist ein anderer. Guck mal. Boah, sag mal, wie viele sind denn da oben wieder? Hilfe. Eine ganze Invasion. Hä? Ich hab den doch getroffen. Aber sie schlagen häufig immer daneben, weil die halt nichts sehen. Ach, da ist sie ja wieder. Guck mal. Ach, fuck it. Okay, die ist auch down. Jetzt haben wir nur noch ihn hier. Boah, meine Fresse. Oh, du Sack, Alter. Boah, meine Fresse. Ich muss sagen, da hat Mika dir auch ein bisschen recht gehabt. Du hörst die Gegner einfach fast gar nicht in dem Spiel. Die kommen einfach meistens viel zu unerwartet. Also ich finde, da kann man auch nochmal ein bisschen was verändern. Das hat er auch kritisiert, dass man die meistens gar nicht hört. Und ich finde, da hat er irgendwie in gewissen Weisen recht. Ich finde das manchmal schon ein wenig zu unfair, aber. Ja, gut. Aber an sich geht es noch. Alter, da hat er mich irgendwie direkt aus dem Hinter. Was? Was? Oh mein Gott, was ist denn das? Das ist eine Rutsche, Hilfe.
Schnell mal raus hier. Hey, wie kommen wir denn wieder zurück hier? Kommt da nicht mehr hoch, ne? Oh, shit. Ich glaube, wir sind hier unten gefangen. Und da drüben ist ein kleines Lager oder sowas ähnliches. Mal gucken. Ne, wir kommen nicht mehr zurück. Scheiße. Wie kommen wir weg? Was ist denn hier überhaupt? Da sind wir Kisten. Okay. Ja, Leuchtfackeln. Sehr gut. Wir haben nämlich gar keine mehr. Und da haben wir noch Rahmnudeln gefunden. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gefunden. Und wieder ein bisschen Muni. Die kann ich mal ganz gebrauchen. Und ich will mal sagen, bevor wir da reingehen, ich habe keine Ahnung, wo es hier überhaupt noch hingeht. Wir kommen echt nicht mehr zurück, ne? Scheiße. Wir müssen uns mal schnell einen Notunterstand hier basteln. Und ich habe keine Ahnung, was hier uns noch drin erwartet. So. Dann kann ich nämlich nochmal schnell das andere Aufnahmeprogramm hier nochmal zurückholen. Das wäre ganz gut. Und ja, wir sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und mal gucken, was hier drin ist. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es ja sehen, ne? Bis dann erstmal, ne? Tschüss.